Servus. Servus. Und motiviert. Sauber. Also die erste Etappe sollte ja eigentlich auf die Tegernsee-Hütte gehen und das war kurzfristig nicht möglich. Und dann sind wir nach Kreuzschaling gewandert, und zwar vom Gmund aus. Dann sind wir am Tegernsee entlang gegangen und haben eine Pause in Bad Wiese gemacht, haben zum ersten Mal die Drohne ausprobiert. Und abends sind wir dann noch zusammengesessen und haben noch die Route für den nächsten Tag geplant. Hatten wir eine ziemlich lange Etappe vor uns und hatten auch ein bisschen Zeitdruck, weil wir einen Bus erwischen mussten. Da sind wir dann erstmal nach Wildbad Kreuth gelaufen und da hatten wir dann endlich unseren ersten Anstieg zum Schilfenstein hoch. Da ging es auch erstmal darum, dass wir ein Tempo finden, dass wir auch noch länger laufen können und nicht bei der ersten Hütte schon fix und fertig sind. Genau, und dann hatten wir dort eine kleine Pause und sind dann später über die Grenze nach Österreich eben gelaufen. Die dritte Etappe war dann von Aachenkirch nach Eben. Wir sind erst durch einen Ort an Aachensee gegangen und dann über einen Wanderweg am See entlang zur Geißalm, die an einem Schiff erreichbar ist, und haben dann dort Mittagspause gemacht mit einer Abkühlung. Und dann ging es weiter nach Pertisau. Genau, da haben wir dann eben Eis gegessen, was sehr wichtig war. Für den Hindusch. Genau, und dann waren noch die letzten Kilometer noch ein Stück am See entlang und dann durch Maurach nach Eben, eben zur Jugendherberge, die wir dann auch für uns ganz alleine hatten. Dann am vierten Tag war es eben unsere erste Etappe, wo wir dann unser Ziel, die erste Hütte, hatten. Wir sind dann mit dem Bus kurz nach Pertisau gefahren und dann ging es erstmal flach bis zur Grimaialm hoch in Richtung Lamsenjoch. Und dann hatten wir eigentlich noch ein Stück Anstieg vor uns, haben dann aber eigentlich ein recht gutes Tempo gefunden, weil alle zusammengelaufen sind und so gefühlt über alles mögliche Abi-Motto, Abi-Streich geredet hat. Und dann waren wir eigentlich schon relativ früh mittags dort und dann hatten wir eigentlich noch den ganzen Nachmittag frei.
Dann am fünften Tag war unsere nächste Etappe vom Lamsenjoch zum Kellerjoch zu kommen. Hatten wir erstmal einen langen Abstieg Richtung Schwarz runter, haben sogar Gämse gesehen. In Schwarz waren wir dann Mittagessen und sind dann mit dem Bus kurz durchs Tal gefahren und hatten dann eigentlich einen 2,5-stündigen Aufstieg Richtung Kellerjoch. Das war auf einer Skipiste und durch den Bau bei so einem Speichersee. Und oben, als wir dann beim Kellerjoch oben waren, haben wir dann mit der Wirtin beim Kochen geholfen und haben dann noch zusammen Abend gegessen. Am Tag 6 sind wir vom Kellerjoch nach Meierhofen gegangen. Wir hatten da ziemlichen Zeitdruck, weil wir am Melchboden den Bus erwischen haben müssen. Und genau, wir sind dann abgestiegen Richtung Hochfügen, sind da durch das Skigebiet gelaufen und haben da Mittag gegessen. Genau, dann sind wir zur Rastkugelhütte und haben dann den Bus vom Melchboden nach Meierhofen genommen. Genau, und wir haben ihn dann sogar relativ entspannt geschafft. Und konnten dann eben natürlich Schafkopfen und dann abends hatten wir auch einen schönen Abend zusammen verbracht, weil wir am nächsten Tag auch nicht zu früh los mussten, dass wir noch ein bisschen zusammensitzen konnten und den Abend ausklingen lassen konnten. In Meierhofen sind wir dann, wie gesagt, relativ spät losgegangen, haben in einer kleinen Bäckerei gefrühstückt und sind dann mit dem Bus aufgebrochen zum Schlägeisspeicher. Beim Schlägeisspeicher war es eigentlich relativ kalt und windig und wir hatten dann eigentlich nur noch eine relativ kurze Etappe, 2 Stunden hoch zum Fitscherjoch, haben aber dann trotzdem noch eine Pause mit Schafkopf natürlich gemacht. Und die Hütte war dann schon hinter der italienischen Grenze. Das heißt, wir haben dann zwischendrin auch noch eine kurze Pause bei dem Grenzstein gemacht. Und auch auf der Hütte, auf dem Fitscherjoch, war es eigentlich ziemlich kalt und windig noch und hatte um die 6 Grad rum. Und haben aber dann trotzdem am Abend zusammen den Sonnenuntergang angeschaut. Thank you.
sagst du zum Wetter? An unserem letzten Tag sind wir dann 2 Stunden abgestiegen. Alle waren warm eingepackt, weil es wieder sehr kalt war in der Früh. Und dann haben wir unten den Bus nach Sterzing genommen und haben dann noch 3 Stunden Zeit gehabt in der Altstadt. Und dann sind wir mit dem Zug heimgefahren und natürlich wieder mit Schaufköpfen. Ja! Ah. Lotte! Nicht stark. Der Kamera, wie du dich jetzt fühlst. Ich fühle mich toll. Freust du dich, dass es vorbei ist? Ja. Also es war schon schön und ich werde vielleicht den Berg ein bisschen vermissen, weil es echt schön war. Aber ich bin so froh, dass es wieder vorbei ist. Freust du dich schon auf zu Hause? Ja, ich freue mich auf mein Bett. Und du? Okay, ich sehe dich noch eben. Ich freue mich auch sehr auf zu Hause. Das ist doch schön. Wunderbar. Wunderbar.